Hi Leute, mein Name ist David und jetzt stelle ich euch das neue Cube Touring Pro vor. Wie wir sehen, haben wir hier ein 28 Zoll Trekkingrad vorliegen, welches einen Aluminiumrahmen besitzt. Dieser Aluminiumrahmen ist relativ leicht, hat innen verlegte Züge und ist außerdem gut verarbeitet. Vorne haben wir ein Schutzblech, hinten haben wir ein Schutzblech, dazu noch ein Ständer hinten und auch ein Gepäckträger, der eine Maximallast bis zu 25 Kilo tragen kann. Schauen wir uns die Laufräder an, da sehen wir, dass wir Cube-Laufräder haben. Vorne haben wir dazu auch noch ein Shimano Narben Dynamo, der versorgt die Frontleuchte und die Rückleuchte auch bei Nässe mit genügend Strom. Die Laufräder, das sind die Schwalbe Spicer Laufräder, die sind gut auf der Straße und an der Seite haben sie auch noch einen Reflexstreifen. Mit diesem Reflexstreifen, den Reflektoren an der Pedale, dem Licht und der Klingel ist das ganze Fahrrad straßenverkehrstauglich. Schauen wir uns den Lenker an, da sehen wir einen Lenker von Cube mit ergonomischen Griffen natürlich und einem Cube-Vorbau. Dieser ist höhenverstellbar und wir können also die Neigung des Lenkers einstellen. Somit haben wir die Chance, in einer eher sportlichen oder in einer komfortablen Position zu fahren. Der Selle Royal Sattel sorgt dafür, dass wir auch auf längeren Fahrten Spaß am Fahren behalten. Die Farbe des Fahrrades ist weiß. Vorne am Cube haben wir eine Santur Federgabel montiert, die über eine Stahlfeder funktioniert. Mit dem Federweg solltet ihr auf jeden Fall genügend Federung haben für Kieswege, aber auch für Bordsteine. Das ganze Fahrrad wird angetrieben hinten durch das Schaltwerk von Shimano Altus. Da habt ihr 8 Gänge zur Auswahl dank einer 8-Fach-Kassette. Vorne haben wir 3 Kettenblätter und ebenfalls einen Umwerfer von Shimano Altus. Also insgesamt 24 Gänge. Das sollte genügen für jegliche Fahrt. Geschalten wird vorne am Lenker über die Schaltgriffe. Hier hat man auch ein kleines Sichtfenster, in dem man sehen kann, in welchem Gang man sich befindet. Das ist natürlich sehr praktisch. Direkt daneben befinden sich die Bremsen bzw. die Bremsgriffe der hydraulischen Scheibenbremse von Tektro, die euch auch bei Regen auf Null abbremsen. Das Cube Touring Pro eignet sich für all diejenigen, die einfach ein klassisches Alltagsfahrrad suchen, was man auch am Wochenende auf Touren mitnehmen kann. Insgesamt kostet das Cube bei uns 649 Euro und wenn ihr es mal Probe fahren wollt, macht auch den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.